Hallo und herzlich willkommen bei den Camping Cowboys auf dem Kanal. Heute gibt es den nächsten Teil für den Kastenwagenausbau und wie man schon sieht, der Saloon ist fertig. Und in diesem Video zeige ich euch heute, wie ich die Unterkonstruktion am Auto befestigt habe und wie ich die ganze Verschalung gemacht habe. Und zum Schluss sage ich dann natürlich auch noch was zur Arbeitszeit und zu den Kosten. Gleich geht's los, bleibt dran. Anfangen werden wir mit der Unterkonstruktion links und rechts für die Seitenwände. Hier benutze ich Fichtenkantholz, Platten 2 Meter Länge, 34 Stärke und 85 mm Breite. Die werden wir hier seitlich anbringen und die werden sowohl an der Karosserie als auch unten am Boden angebracht. Hier ist das Kantholz seitlich. Das habe ich oben ein bisschen ausgeschnitten, einfach aus dem Grund, weil es oben ein bisschen schmäler ist als unten und dass ich eine schöne gerade Wand hinbekomme. Hier habe ich ja schon, wie im vorherigen Video erwähnt, habe ich schon etwas Dämmung ausgelassen und hier kommt jetzt meine Latte direkt in die Dämmung rein. Verschwindet auch ein bisschen in der Dämmung, ist sehr schön und wie man hier oben sieht, ich kriege hier einen richtig schönen Übergang. Zum Verschrauben benutze ich sogenannte Schnellschrauben. Die Schnellschrauben haben vorne einen Bohrkopf dran, das heißt, ich muss überhaupt nicht vorbohren. Aufpassen, wenn ihr solche Schrauben kauft, Schnellschrauben, kauft die Schnellschrauben Gipsplatte auf Holz oder Metall. Bis 2 mm Stärke. Bis 2 mm Stärke, weil das Blech ist ungefähr, ja, sowas in die Richtung 2 mm ist es ungefähr stark. Und sonst kriegt ihr Probleme, weil diese Schrauben gibt es auch bis 0,9 mm Stärke zum Beispiel. Und dann wird es schon schwierig. Gut, fest andrücken. Unten halte ich es mit dem Knie fest. Und dann einfach das war das Holz, jetzt kommen wir auf Metall. Und fest. Für die untere Befestigung hier unten habe ich schon einen kleinen Winkel angebracht. So einen. Und andrücken und einfach auch wieder mit einer Schnellschraube und man hört schon, also die zieht auch wirklich gut. Für unten benutze ich, also ich habe zwei verschiedene, ich habe einmal 35 mm Schnellschrauben und ich habe einmal 45 mm Schnellschrauben. Für unten benutze ich für den Winkel benutze ich die 35 mm Schnellschrauben. Genauso wie für oben. Und für die Verschraubung an die Karosserie ran benutze ich die 45 mm Schnellschrauben, weil das Brett allein an sich ja schon 34 mm hat. Und hier auch einfach Schnellschraube. Nichts großartig machen. Und dann ist die Latte wirklich bombenfest. Ja. Und das mache ich jetzt natürlich ringsrum. Also ich habe für die lange Seite habe ich 4 Latten angedacht und für die kurze Seite mit der Schiebetür sind es 2. Alle Latten sind jetzt angebracht. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, also ich kann damit das Auto bewegen. Ja? Also die sind wirklich bombenfest. Nachdem man alle 4, also bei mir jetzt hier alle 4 angebracht hat, kann man auch gleich mal gucken,
ob auch alles gerade ist. Dazu nehme ich einfach irgendeine Leiste und lege es hier an. Gut, das hier vorne seht ihr jetzt nicht, aber hier habe ich meinen ersten Fixierpunkt, da liegt sie an. Hier liegt auch an und vorne liegt auch an. Also die Wand wird wunderschön gerade. Hinten fehlen 3-4 mm, das ist aber nicht schlimm. Für die Befestigung für die Decke sieht man hier schon, habe ich hier so Aussparungen. Also meine Hauptfixpunkte sind ja hier an der Karosserie, also hier und hier. Aber hier zwischendrin habe ich eine Lücke und nachdem ich ja nur 20 cm breite Bretter habe und die hier anlege, also hier in der Mitte anfange, wird dieses Brett hier schon in der Luft hängen. Daher werde ich diese Lücke hier ausgleichen durch kleine Brettchen. Auch einfach wieder Schnellschraube nehmen. Und fest ist die Nummer. Ja? Und dann kriege ich hier einen einigermaßen schönen Übergang, sodass ich nicht so eine Buckelpiste bekomme. Für die Verschalung der Front habe ich hier einen Holm. Das ist der Holm, der am weitesten raussteht. Und hier werde ich jetzt 18 mal 43, also eine 18er Stärke, 43 breit, Lacken anschrauben. Unten habe ich einen kleinen Winkel angeschraubt, schon vorsorglich. Und hier wird er dann noch mit dem Boden verschraubt. Gucken auch, dass alles immer schön im Wasser ist. Also, dass alles gerade ist. Ja, passt schon wieder nicht mehr. Jetzt ist gut. Und dann mit den Schnellschrauben einfach in den Holm. Man sieht jetzt auch schon, wie sich das Ammerflex zusammenzieht. Mal kurz ausrichten. Das passt schon wieder nicht mehr. Ja, jetzt. Wie man jetzt unten sehen kann, hier, ich habe es mir schon angezeichnet, hier hinten wird ein kleiner Hohlraum entstehen. Das ist allerdings nicht so schlimm, ich werde hier später eine Klappe einbauen und dann habe ich hier meinen ersten Stauraum. Mir ist persönlich wichtig, dass die Wand relativ gerade ist, also wie man hier schon sieht im Bild, sie fällt leicht nach hinten ab, aber nicht wirklich schlimm. So kriege ich eine gerade Wand. Hier vorne kommt dann die Verschalung drauf. Und die schließt dann hier vorne bündig an dieser Kante, schließt die dann hier genau ab. Unten ist der kleine Winkel dran. Einfach nur noch festschrauben. Und dann ist die Nummer fest. Und aus Stabilitätsgründen und natürlich um auch gleich das Fenster ein bisschen zu rahmen, habe ich hier gleich zwei Querlatten eingebracht. Und das war es jetzt eigentlich schon mit der Unterkonstruktion. Jetzt beginnen wir mit der Verschalung der Innenräume, also Seitenwände, Decke und Front. Um das Holz vorzubereiten, also das Holz für die Verschalung, Verkleidung, werde ich es flamen. Ich habe ja gesagt, ich möchte diesen Camping-Cowboy-Saloon-Look und da bietet sich das eigentlich wirklich an und es geht wirklich schnell, es geht wirklich gut. Ich habe hier so einen kleinen lustigen Gasbrenner mir bestellt. Der hat 35 Euro gekostet oder so. Und der ist wirklich gut, den werde ich euch auch noch verlinken. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie das funktioniert. Also Gas auf. Dann brennt er schon. Und dann hier schön langsam, bis man die Maserung sieht.
Und jetzt könnt ihr schon sehen. Also das Holz wird richtig cool. Also das sieht auch richtig gut aus dann. Ja? Zu dem Gasbrenner an sich. Butangas, furchtbar giftig, furchtbar pfui. Bitte solche Sachen immer draußen machen, nie in Nähe von Autos oder sonstiges. Ja, ich sag's jetzt einfach, ich glaube, es versteht sich aber von selbst. Der Gasbrenner an sich, sehr einfach zu bedienen. Hier einfach an diesem Rädchen Gas aufdrehen, zünden und dann halt braucht man die Zündung auch nicht mehr halten und dann brennt das Ding. Das einzige Problem, was ich jetzt hier so ein bisschen gesehen habe, ist, wenn ich den nach oben halte, wird es schwierig. Also ich hatte auch das Brett auf den Tisch gelegt und wollte dann so flamen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Man muss ihn wirklich gerade, am besten hält man ihn ein bisschen leicht nach oben, dann funktioniert der aber wirklich gut. Und wenn man den jetzt einmal braucht für 35,90 Euro oder irgendwie sowas, was er gekostet hat, ist das Ding wirklich nicht schlecht. 5 Gaskartuschen sind auch dabei. Ich werde mal schauen, ob es reicht für die ganze Verkleidung, um diese zu flamen. Und nach dem Flamen einfach die Bretter zurechtsägen. Also ich habe jetzt hier die Rundung vom Radkasten ausgeschnitten. Das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe vorne ein Brett an den Radkasten rangehalten und mit einem Stift von hinten den Stift angelegt. Habe ich einen da. Hier habe ich den Stift angelegt und bin einfach rumgefahren. Ja, also hier so rumgefahren und habe mir das hinten angezeichnet, aussägen. Und dann geht das eigentlich relativ ganz einfach. Grundsätzlich gilt immer, lieber anlegen als messen. Also lieber das Brett anlegen und es direkt vor Ort anzeichnen, als irgendwas zu messen. Weil rein aus Erfahrung mit diesen Sachen, mit dem Messen, vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu doof, das kann auch sein, wird es bei mir auf jeden Fall in 9 von 10 Fällen wird's schlecht. Genau, deswegen lege ich immer alles an und zeichne es dann direkt vor Ort an. Und dann einfach Brett ranhalten, hier an unsere Träger schrauben, Schnellschraube, nichts vorbohren, gar nichts. 1, 2 und dann ist das Ding bombenfest. Da kann ich meine Schränke, meine Hängeschränke eventuell im Innenausbau easy dranhängen. Ja, da kann ich mich wahrscheinlich selber dranhängen. Noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr Holz sägt, zeichnet euch das A hinten immer an und B vor allem sägt von hinten. Denn wie man jetzt sehen kann, ich zeige das mal, hier die Kante, vielleicht sieht man es, die ist total ausgefranst und die Kante hier vorne ist ganz glatt. Jetzt sieht man es wirklich gut, also hier hinten, ja, immer falsch rumsägen, dann kriegt ihr die schöne Kante unten. Und was natürlich auch hilfreich ist, immer was ihr sägt, festmachen mit einer Schraubzwinge oder jemand hockt sich hinten drauf oder stellt sich drauf oder was weiß ich, irgendwie festmachen, dann tut man sich viel, viel einfacher beim Sägen. Noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr Bretter festschraubt, schaut immer, dass ihr hier auf einen Balken kommt mit beiden Brettern. Das macht zwar ein bisschen mehr Verschnitt, ist aber nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es, wenn die Bretter frei hängen und im Freien dann halt auseinanderstehen. Hier. Dann sieht die Sache wirklich doof aus. Immer gucken, dass man am Balken den Zusammenschluss hat von den Brettern. Wenn ihr relativ breite Bretter habt, so wie ich, ich würde mal sagen, so ab 10 cm spätestens, solltet ihr immer 2 Schrauben verwenden. Also eine unten, eine oben, weil Holz ist ja ein lebendiger Stoff und Holz verzieht sich auch und bewegt sich auch mal ein bisschen. Wenn ihr hier in der Mitte nur eine Schraube drin habt, dann kann es euch passieren, dass mit der Zeit aus dem Brett so eine Banane wird. Das heißt, es würde hier oben und hier unten dann abstehen. Und das sieht natürlich auch, ja, ich kann es nicht anders sagen, sieht halt dann scheiße aus.
Hier habe ich jetzt zum Beispiel so eine Rundung. Die ist nicht nur auf der Seite, sondern die ist auch hier diese Rundung. Einfach das Brett anlegen, 3,5 messen oder 2 oder was auch immer aufs Brett drauf. Und dann wieder den Meterstab anlegen, 3,5. Dann wieder den Meterstab anlegen, 3,5. Und nochmal 3,5. Nochmal. So kriegt man eine gepunktete Linie auf dem Holz. Und dann muss man die Punkte einfach nur noch verbinden. Und ich garantiere euch, das wird perfekt passen. Und wie gerade eben versprochen, sieht ziemlich gut aus. Wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Ich habe hier vorne schon mal verschalt oder verkleidet. Also hier hinten habe ich ja die Unterkonstruktion und da habe ich jetzt einfach die Bretter draufgeschraubt. Die Wand hier hinten ist ja schief, aber ich habe sie gerade runtergezogen und damit ich keinen Platzverlust habe, habe ich hier unten eine Klappe eingebaut. Hier unten habe ich jetzt meinen ersten kleinen Stauraum. Da kommen dann Campingstühle rein oder irgendwas dergleichen, irgendwas, was man ganz oft braucht. Das heißt, wenn ich von außen von der Seitentür reinkomme, kann ich gleich hier aufmachen und kann meine Campingstühle rausholen. Das ist ganz einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich glaube, hier sieht man es. Ich habe hier unten einfach zwei Scharniere, so Klappscharniere hingebaut. Dann wird hier ausgeschnitten. Oben sind so Magnetclips dran. Das hält eigentlich ziemlich gut und funktioniert auch ganz toll. Letztes Brett auf dieser Seite. Hier sieht man schon, ich habe hier nur einen Verankerungspunkt, ich habe keinen zweiten Verankerungspunkt. Deswegen mache ich hier jetzt Folgendes. Ich schaffe mir quasi einen Ankerpunkt. Und dazu drehe ich hier oben erstmal eine Schraube rein, also vordrehen, nicht ganz durch. So ungefähr. Und dann habe ich hier einfach so ein kleines Holzstück. Das stecke ich hier dahinter. Ungefähr so. Dann drehe ich die Schraube rein ganz hinten in das kleine Brettchen rein. Und dann habe ich hier jetzt meinen zweiten Verankerungspunkt. Hier habe ich das kleine Brettchen schon, das habe ich schon zugeschnitten. Das passt hier wunderbar rein. Ungefähr so. Zwei Schrauben noch. Und dann habe ich mein Tageswerk für heute eigentlich schon wieder geschafft. Na, jetzt habe ich vergessen, wo. Was? Okay. Gut. Das passt wunderbar. Okay, einmal. Und zweimal. Alle Wände sind verkleidet. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Radkästen. Und da baue ich mir jetzt noch Kästen außenrum aus dem Verschnitt von dem Holz. Gerade an dieser Wand hatte ich sehr viel Verschnitt vorne raus. Und das reicht perfekt jetzt hier, um einen Kasten noch zu bauen und über den Radkasten dann überzustellen. Hier ist jetzt die Vorstufe des Radkastens. Ich probiere vorher immer alles nochmal, ob das wirklich passt, ob das wirklich auch von der Höhe her und von der Länge her klappt. Weil wie gesagt, hingehalten
ist immer besser als dreimal gemessen und dreimal verschnitten. Die Radkästen sind jetzt fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier noch einen Boden eingesetzt, den habe ich von links und rechts verschraubt mit Schnellschrauben. Hier oben habe ich jetzt 5 cm Platz, habe hier auch so eine kleine Ablagefläche. Das habe ich mir abgeguckt von den Handwerkerkastenwegen, da sind die ähnlich verschalt, die Radkästen. Und habe es dann einfach an die Wand geschraubt, das ist ja eine massive Wand. Und habe einfach oben 2 Winkel und unten 2 Winkel außen gemacht. Und damit ist das Ding auch schon wieder bombenfest. So, das war's mit der Innenverkleidung. Wie man sieht, also ich bin auch ziemlich überrascht. Also es ist wirklich super geworden. Ich habe es mir weitaus schwieriger vorgestellt, als es eigentlich war. Aber es hat wirklich gut geklappt. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt sage ich noch was zum Arbeitsaufwand. Der Arbeitsaufwand, boah, also ich habe 3 Tage gebraucht, 6 Stunden ungefähr. Das heißt, wir sind so bei 18 Stunden, also 2 volle Arbeitstage muss man auf jeden Fall rechnen, wenn man hier einen Bus in den komplett mit Vollholz verschalen möchte. Gut, die 18er, 18 mm Holzplatten haben sich wirklich gut flamen lassen. Das Flamen war so ein bisschen schwierig. Da habe ich mich dann irgendwann, ja, hatte ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist schon schwierig. Also wenn man so einen ganzen Bus flamen will, das sollte man sich schon überlegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Ergebnis angucke, ist es schon ziemlich geil geworden. Kosten? Das Holz hat gekostet, ja, ich war 3-mal beim Baumarkt und habe Holz geholt und das hat ungefähr gekostet knapp 200 Euro plus ein bisschen Schrauben und was man sonst so braucht, sind wir bei 230, 240 Euro. Also immer noch vollkommen im Plan. Ich habe ja gesagt, ich möchte den Bus, also das Wesentliche, ausbauen mit ungefähr 1000 Euro und wir hatten jetzt für den Boden hatten wir 200 Euro. Für die Dämmung waren es 200 Euro. Da muss ich allerdings sagen, da ziehe ich jetzt das Amaflex, das übrig ist, habe ich jetzt abgezogen. Und das Amaflex, das im Boden ist, habe ich auch abgezogen. Also sind wir hier bei 400 Euro plus jetzt 250 Euro plus, sagen wir mal, 50 Euro Kleinkram. Dann sind wir Stand jetzt. Also Fußboden, Dämmung und komplett Verschalung. Ungefähr bei 700 Euro. Und jetzt fehlt auch eigentlich nicht mehr viel. Wir gehen jetzt im nächsten Video über in den Innenausbau. Und der Innenausbau, naja, wird halt ein Bett und ein paar Schränkchen. Das wird auch noch mal ein bisschen Holz kosten. Aber das dürfte jetzt halt nicht mehr so ins Geld schlagen. Also ich glaube, die 1000 Euro könnte ich schaffen für die Grundausstattung des Busses. So viel dazu. Ich habe gesagt, Saloon, Optik, glaube ich, ist relativ gut gelungen. Das Schöne bei der Saloon-Optik ist auch, dass ich mir hier so, ich glaube, die Schrauben versenken sich auch so ein bisschen selber, aber Spreißel eingezogen, Mist. Ja, okay, vielleicht sollte man vielleicht doch nochmal drüber schleifen. Aber die Saloon-Optik hat halt auch den Vorteil, dass man nicht ganz so penibel genau drauf gucken muss. Das spielt mir jetzt hier natürlich in die Karten. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen schleifen und da noch ein bisschen schleifen. Könnte ich machen, braucht es aber nicht, weil ein Saloon ist halt auch nicht perfekt und super. Nee, mir gefällt der Look sehr gut. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen oder den Kanal abonnieren und aktiviert die Glocke, um den Innenausbau nicht zu verpassen. Ich bin der Scarf. Bis zum nächsten Mal. Eure Camping Cowboys.